Nach einem mysteriösen Schiffsunglück droht dem Karibikstaat Trinidad und Tobago eine Umweltkatastrophe. Vor der Küste hat sich auf einer Länge von 15 Kilometern ein riesiger Ölteppich gebildet. Unter anderem seien ein Korallenriff und mehrere Strände der Insel betroffen, so die Behörden. Mehr als 1000 Freiwillige sind im Einsatz, um die Strände zu säubern. Das Öl stammt offensichtlich von einem Schiff, das vor einigen Tagen vor der Südküste von Tobago kenterte. Das Unglück erscheint mysteriös, da das Schiff keine Notsignale absetzte und auch die Besatzung nicht gefunden wurde.